Was macht Nintendo falsch? Das ist ja momentan sehr beliebt im Internet. Also ich meine, sich frei von der Leber weg über das Thema zu beschweren. Unter anderem sich auch sehr unstrukturiert und lauthals darüber aufzuregen. Also ich meine, ich rede jetzt von der Sache da, mit Nintendo. Warum sind die so? Also wegen ihrer Konsole, der Wii U. Ihr wisst schon, was ich meine. Warum ist Nintendo so? Also so unrelevant auf dem Videospielmarkt geworden. Und was den Zockern mitunter schon seit der Wii-Zeit aufstößt, das Spielangebot ist irgendwie nicht so pralle. Es sieht ferner auch nicht so aus, als würde sich das in naher Zukunft irgendwie bessern. So zumindest eine weit verbreitete Meinung. Ich habe diese vielen Vorwürfe einfach mal zu 4 Thesen zusammengefasst. Ich denke, das trifft's ganz gut. Runtergebrochen auf einzelne Punkte erhebt das natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber vorherrschende Aspekte wird das schon abdecken. Ich will in diesem Video nun mal versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten. Und wenn's nur für mich ist. Naja, ich bin kein Analyst, ich bin auch kein Insider. Ich bin einfach nur ein durchschnittlich intelligenter Typ aus dem Internet. Mit leichter Tendenz nach unten. Ich hoffe, ich kann verständlich darlegen, wie meine Gedankengänge so verlaufen. These 1. Nintendo ist sehr planlos. Niemand von uns weiß, wohin die Reise der Videospielwelt so geht. Woher denn auch? Blickt man mal über die letzten 20 Jahre? Oh Mann, niemals jemals hätte damals jemand auch nur erahnen können, wie ein Videospiel heute aussieht. Im Rückblick fällt das leichter. Da kann man dann schon eher bestimmen, was denn so die Meilensteine gewesen sind. Im Bereich der Konsolenhardware hat Nintendo da viele Trends gesetzt. Das Steuerkreuz, die Schultertasten, den Analogstick. Und auch was neue Spielerfahrungen angeht, war Nintendo häufig vorne mit dabei. Funracer, 3D-Spiele, das Anvisieren aus Ocarina of Time, das hält sich bis heute. Natürlich haben sie auch hier und da daneben geschlagen, der Virtual Boy selbst sei Zeuge. Aber in letzter Zeit scheinen sie das immer häufiger zu tun. Die Bewegungssteuerung wird sich nach wie vor nicht durchsetzen. Ob man jemals wieder einen 3D-Handheld veröffentlicht, steht in den Sternen. Und ein Display in einem Controller in dem Ausmaß? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Anscheinend selbst nicht so viel, denn die Spielideen bleiben aus. Und das Spiel, das von der Bewegungssteuerung der Standard-Wii-Fernbedienung damals profitiert hat, muss noch ausgegraben werden. Wenn, dann vielleicht Skyward Sword. Aber das funktioniert nur mit einem Add-on. Und auch hier darf die Frage gestellt werden, ob die Eingaben nicht auch wie zum Beispiel bei Metal Gear Rising über einen Stick hätten erfolgen können. Vielleicht ist das etwas hart von mir, okay. Jedoch, was sind denn sonst so die Knaller auf der Wii gewesen, wenn man sich mal zurückbesinnt? Ist da irgendwas dabei, was durch die Bewegungssteuerung aufgewertet wird? Sind diese Konzepte dann vielleicht etwas zu sehr im Fokus? Für mich ist der Vorwurf leider gerechtfertigt. These 2. Nintendo verwendet zu schwache Hardware. Die Entwicklung einer neuen Konsole ist recht teuer und irgendwann ist ein Budget erschöpft. Wenn man also vom Betrag X schon mal einen Teil für die Ausarbeitung neuer, und das will ich gar nicht unter den Teppich kehren, innovative Eingabekonzepte ausgibt, so bleibt natürlich weniger für das unter der sinnbildlichen Motorhaube. So gibt's bei der Wii U also keinen gewaltigen Sprung bei der Hardware. So gab's eben ein Update des PowerPC-Prozessors, PowerPC. Diese Architektur verwendeten auch Xbox 360 und PS3, so sollten doch Ports und Multiplattform-Spiele möglich sein. Das hat anfangs gut funktioniert, es gab ein paar Titel, die dann rübergeschwappt sind, aber so toll verkauft haben die sich jetzt halt nicht. Das ist jetzt ein ganz eigenes Fass, das man da aufmachen könnte, schon klar. Aber es erscheint für viele Dritthersteller wie Electronic Arts, Ubisoft und wohl Warner Bros. Interactive nicht mehr besonders rentabel, ihre sonst recht erfolgreichen Titel auf die Wii U zu bringen. Das wird jetzt, also wenn nur noch Spiele für die PS4 und die Xbox One entwickelt werden und die Wii U dann auch noch ein Exot aufgrund ihrer Hardware ist, sich eher auch nochmal weiter ins Schlechtere verschieben. Aber das führt schon wieder weg vom eigentlichen Vorwurf. Für die Spiele ist die Hardware-Power ausreichend. Spiele können in HD dargestellt werden und laufen flüssig. Klar wird die Konsole grafisch der Konkurrenz unterlegen sein, aber das war doch noch nie das Killer-Argument von Nintendo. Oder jedenfalls schon länger nicht mehr. Also ist die Hardware der Wii U zu schwach? Vielleicht nicht zu schwach, jedoch weniger leistungsstark als die der Konkurrenz und des PCs, die eben doch recht einheitlich einen gemeinsamen Nenner bilden. Außerdem steht sie halt mit ihrer Architektur allein da. Zu schwach ist sie nicht, nur schwächer. These 3. Nintendo wählt immer den Weg des geringsten Widerstands. Nintendo war im Vergleich zu anderen Konsolenherstellern immer einer, der nie subventioniert hat. Zumindest bis der 3DS kam. Kleiner Exkurs. Bei Konsolenherstellern wie Sony oder Microsoft ist es nötig, dass die ihre neue Konsole, zumindest zum Start, für einen Preis verkaufen, der unter den Herstellungskosten liegt. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil man auch nicht weiß, ob und in welchen Teilen Entwicklungskosten an eine Konsole angerechnet werden, aber für eine Trendbetrachtung reicht das so oder so. Erst über die Zeit durch Optimierung der Produktion oder einen Preisverfall der Komponenten ist es häufig erst möglich, eine nackte Konsole auch gewinnbringend über die Theken wandern zu lassen.
Bei Nintendo war das, wie gesagt, bis zum 3DS anders. Mit jeder verkauften Konsole konnten sie ab Tag 1 ein paar, hier beliebige Währung einsetzen, erwirtschaften. Da das nun aber anders läuft, naja, ich habe den Eindruck, die sind vorsichtiger geworden. Das war bei der Wii auch so, aber auch da waren Softwareabverkäufe nicht die totale Wucht verglichen mit der Konkurrenz. Ich glaube, man hat einfach Angst, mehr Geld zu investieren als unbedingt notwendig. Deswegen gibt's bei Nintendo Inhouse-Spielen auch keine Sprachausgabe. Findet ihr eine der letzten Jahre? Ich habe bei Zelda schon öfter mal gehört, dass das ja quasi zum Stil gehöre. Aber was ist bei den Marios oder letztes Jahr bei den Luigis? Bei Pikmin, bei Animal Crossing? Die Liste geht weiter, das Argument braucht keine Sprachausgabe oder würde die Atmo zerstören, kann man doch nicht bei nahezu jedem Spiel bringen. Was würde das dann auch über die Spiele im Allgemeinen aussagen? Lediglich Star Fox 64 3D bildet da eine rühmliche Ausnahme. Wir brauchen eure Hilfe, Star Fox! Ambrose hat uns den Krieg erklärt! Sogar mit einer deutschen Sprachausgabe, wow! Ach ja, da wollte ich ja auch ein Video. Das mit dem Geldsparen führt jedenfalls in Kombination mit dem Druck allem Anschein nach noch zu weiteren Maßnahmen. Es scheint so, als wollte Nintendo mit aller Gewalt versuchen, ihre Spieleentwicklung effizienter zu gestalten. So hat man dann häufig den Eindruck, ihre Spiele werden fast nur nach denselben Schemen zusammengebaut. Wie ein großer Baukasten, sehr generisch, um alle Schlagwörter meinerseits zu diesem Thema auch noch zu verbauen. Viele Ableger und Versionen von Mario wirken halt einfach total austauschbar, aber das führt uns zu einem anderen Punkt. Abschließend hierzu finde ich aber schon, dass sie auf ihrer sicheren Bank bleiben. These 4, Nintendo bringt immer fast dieselben Spiele. Ja, so vom Gefühl her ist das irgendwie so, jedoch vergisst man da allerdings wahrscheinlich leicht, dass viele Spiele halt eben auch auf dem Handheld erscheinen. Die anderen Hersteller haben entweder keinen Handheld oder ihre Spielekonzepte bieten sich dafür nicht an. Ich beschränke mich in diesem Video auf Heimkonsolen. Bei Handhelds kann man allerdings sicher eine ähnliche Betrachtung durchführen. Vergleichen wir doch die Konsolen der Last Gen und ihre Aushängeschilder. Bei Nintendo und der Wii sind das natürlich die Mario-Spiele. Bei Microsoft auf der Xbox 360 ist das ganz klar die Halo-Reihe. Und was ist das bei Sony doch gleich? Ich habe jetzt einfach mal God of War genommen. Da sind einfach die meisten Spiele erschienen, Uncharted wäre aber sicher auch legitim gewesen. Also vergleichen wir mal. Wir haben bei der 360 6 Halo-Spiele, bei der PS3 5 Spiele mit Kratos, All-Stars Battle Royale habe ich jetzt mal mit reingenommen, weil bei der Wii ja auch Smash Bros. Kommt, als Teil von insgesamt 14 Mario-Spielen. Erstmal recht erstaunlich, aber lass uns das doch mal nach Genre einteilen. So gibt's bei den Halos zwei Genres, also 5 Ego-Shooter und ein Strategiespiel. Bei Sony 4, Schnetzler, von denen 2 Neuauflagen sind, sowie ein Beat'em-up. Und bei der Wii, da gibt's 2 Partyspiele, 5 Sportspiele, ein Rennspiel, rechnen wir mal großzügig mit 5 Jump'n'Runs, davon eine Neuauflage und ein Beat'em-up. Also von der Abwechslung her gab's da eigentlich bei Nintendo am meisten. Lediglich, dass halt überall Mario drin vorkam, kann einen vielleicht stören, wenn man sich an ihm schon satt gesehen hat. So gibt es vielleicht eine Mario-Überdosis, aber nicht eine Überdosis derselben Spiele. Vor allem, wenn man im Hinterkopf behält, dass die Sportspiele und die Jump'n'Runs sich dann doch noch etwas unterscheiden. Wenn man von Mario die Schnauze voll hat, okay, kann ich sogar irgendwie verstehen, aber eine breit gefächerte Auswahl bietet der Klempner schon. Auch das scheint nicht zu stimmen. So, nachdem ich nun also diesen Text fertig habe, denke ich doch ein bisschen anders über die Wii U als nach dem ersten Blick ohne viel Reflexion. Natürlich ist allein die Tatsache, dass man so eine Diskussion überhaupt führt, schon ein starkes Indiz, dass sich doch irgendwo Unzufriedenheit breit gemacht hat. Aber hier geht's eben um ein Produkt und womit ist man schon hundertprozentig zufrieden? Ich glaube nicht mal mit dem aktuellen Spieleangebot der PS4 und Xbox One. Aber da blickt man halt zuversichtlich in die Zukunft, oder?